nie gebraucht. Weißt du überhaupt, was es ist? Hämorrhoiden kriegst du am Arsch. Okay. Das ist sowas wie eine pilzmäßige Infektion am Arsch. Okay. So, guck, da liegt auch noch was. Hier, genau vor meinen Füßen. So sehr es mir auch widerstrebt, aber wahrscheinlich muss ich mich heimlich auf den hiesigen Friedhof stehlen und ein paar Leichen exhumieren. In Anbetracht der aktuellen Lage weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Insbesondere nicht das nachts. Vielleicht eine Ablenkung? Kann man vor da? So. Weil du guckst auch nicht richtig rum, du benutzt auch den Sensor nicht. Benutze ich zu selten. Ja, ist ja gut. Ich habe noch einen Hinweis auf den Leuchtturm gefunden. Folgendes konnte ich mir bisher zusammenreimen. Erbaut wurde er 1347, stürzte aber 1462 in einem Sturm ein und wurde dann wieder aufgebaut. Ich frage mich, ob es noch Reste des Originalgebäudes gibt, aber das werde ich wohl nie erfahren, da ich nicht die nötigen Ausrüstung für Ausgrabung habe. Ja, zum den Leuchtturm kommen wir noch. Hier ist noch was, hier. So, sehr geehrte Damen und Herren. Hiermit haben Sie Ihre Kündigung. Nicht ohne eine gewisse Ungeduld muss ich Sie daran erinnern, dass die Gasleitung zwischen meinem Haus und Ihrer Anlage defekt ist. Ich bin auf keinen Fall für die Unmengen an Gas verantwortlich, die seitdem in die Umwelt ausgetreten sind. Und ganz sicher werde ich nicht diese lächerliche Rechnung bezahlen. Verzeihen Sie meine Ausdrucksweise, aber Sie können mich mal ganz gepflegt am Arsch lecken. Du hast hochachtungsvoll vergessen. Hochachtungsvoll? Ich war gerade vor dem Satz besessen. PS, hier ist Ihre Kündigung. Nicht hilfreich. Ich war gerade so perplex so, davon. Hier ist auch noch was. Da. Am Tisch. Männer in der hiesigen Gastwirtschaft, ich glaube, er war ein Verwandter eines gewissen Toms, hat zugestimmt, die Friedhofserkundung für mich zu machen. Natürlich zu einem stolzen Preis. Hatte keine andere Wahl, als ihn zu bezahlen und zu hoffen, dass er lebendig zurückkehrt. Okay. Wetten, ich finde noch mehr. Ja, warte. Ich gucke ja auch noch. Hier am Bett. Hier auf dem Boden ist auch noch. Bei der Tür. Wieder wurde der Wunschbrunnen in Zusammenhang mit den Kindern der Sonne erwähnt. Eine offensichtliche Korrelation mit der riesigen Statue. Aber eine tiefere Bedeutung? Eine physische Verbindung? Das muss ich genauer untersuchen. Mein Hoden. So, die Höhle wird von den Einheimischen auch der Wunschbrunnen genannt. Oberflächlich gesehen ergibt dieser Name noch weniger Sinn als Felseninsel. Doch ich vermute, dass diese übergroße Statue etwas damit zu tun hat. Vielleicht gab es früher einmal den Brauch, sich etwas zu wünschen und um den Segen der Statue zu bitten. Ein Wunschbrunnen ist für mich was ganz anderes. Ja, für mich allerdings auch. Feucht, tief. Ich glaube, das müssten wir alles haben. Haben wir auch. Guck nochmal. Unten leuchtet irgendwas auf. Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht die Tür. Das können okay. Die Türen sein. Klebeband. Wir haben jetzt hier drinnen alles. Das sieht man auch an der Farbgebung, was wir jetzt haben. Unten habe ich noch ein paar Sachen. Das scheinen mehr zu sein. Ich geh nochmal runter. So, das ist draußen. Ja. Weil hier in den Raum kommen wir nicht, wenn da ein Raum existieren sollte.
Ja, jetzt will er die Hinweise überprüfen. Ach, das, mein, die Autos sind da oben. Ganz oben, lol. Wieder hoch, tschüss. Danke. Was? Hä? Was ist? Ich habe ein Auto quietschen hören. Ja, weil ich deinen Wagen getreten habe. Weiber. Du bist scheiße, boing. Boah, jetzt kommen die schon wieder angelaufen. Oh, lala, lala. Ja, keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Guten Tag. So. Alter, wo häng ich? Hänge. So, jetzt. Boing. Ach, danke schön. Dafür hänge ich jetzt. Ernsthaft. Ja, wo kommen die auf einmal wieder alle her? Ich hab keine Ahnung. Mädel, steig aus dem Wagen aus. Das macht mich mit Platz. Alter. Ja, ist der Lauf, kommen noch zwei. Ja. Nein, es sind nicht nur zwei, es sind gleich ein paar mehr. Meine Güte, ey! So, ja, das sind noch mehr. Das sind so. Kannst du jetzt damit? Wäre trotzdem geil, wenn ich irgendwie. Alter, warum fallen die nicht mehr um? Mama, Fuzzi kommt! Ich weiß gerade auch nicht, warum die nicht umfallen. Lauf lieber! Bei den kriegt man nicht so einfach kaputt. Die machen uns heute nicht. Weißt du was? Bei Fuß? Hier vorne ist ein Sicherheitsding und da, ja, bei denen können wir nämlich auch die Wagen wieder zurückrufen. Gut, machen wir so. Und eine Tankstelle. Gibt immerhin ein bisschen Tanks wieder. Außerdem haben wir es 18 Uhr im Spiel und wir können ein bisschen verkaufen. Ne? Ja. So, Sprengpfeile, Schmierstoffkabel, Gummi. Das nehme ich alles mit. Rot, Medikit. Ich finde es auch seltsam, wenn man in diesen Kaufsmenüs oder sowas, ne? Dass dabei der komplette Sound immer verschwindet. Ist ja. Auch im normalen Menü ist das so, dass der Sound dann plötzlich einfach weg ist. Ja. Warum auch immer. Manchmal kommt dann der Sound random wieder und dann ist er wieder weg, dann kommt er wieder. Ja, jetzt habe ich den Sound auf einmal wieder. Das habe ich auch. So. So. Einmal runter. Hier ist was, ne? Komm mal zu dir. Ah, hier, der hier. Crane, Crane. Der Mann, über den alle reden. Weil ich gute Hoden habe. Einheimischen. Sie helfen den Kindern und niemand scheint zu wissen, warum. Bald geht.
Aber es spielt auch keine Rolle. Solange dabei etwas Gutes herauskommt, stimmt's? Wahrscheinlich wissen sie es nicht, aber es gibt einen Grund, warum die Kinder bei den Behörden aneckten. Bevor die nicht autorisierten Religionen verboten wurden, gab es diese speziellen Feierlichkeiten. Sie haben mich immer fasziniert. Sie opferten Tiere, Crane. Selbst nach all diesen Jahren finden sie wahrscheinlich noch eingetrocknete Blutflecken auf den Altarsteinen. Aber es war kein Gemetzel. Nein, es war ein anmutiger Akt. Sie gingen behutsam vor. Es war wunderschön. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Aber Sie waren nicht dabei. Ich bin Jäger, Crane. Ich weiß, wie man Tiere respektvoll tötet. Und genau das haben Sie getan. Ich habe Ihnen immer das beste Wild gebracht, das ich finden konnte. Und als Sie mich bezahlen wollten, bat ich Sie nur darum, den Feierlichkeiten beiwohnen zu dürfen. Natürlich würde ich jetzt im Augenblick alles Geld der Welt geben, um noch einmal frisches Fleisch zu schmecken. Interessant, wie Prioritäten sich verändern, nicht wahr? Es gibt doch mehr als genug Fleisch hier rumrennen. Was? Die Einheimischen reden von Ihnen. Ich will sie ja nicht belästigen. Aber würden Sie uns helfen, unsere Farm zurückzubekommen? Lass sie erstmal Haare wachsen. Wir müssen beten, Brüder. Wir müssen für die Rückkehr... Bitte stören Sie mich nicht. Ich bete. Bin schon den ganzen Tag hier. Shit! Hey, schon okay. Ich wollte nicht stören. Es ist nicht okay. Mein Bruder, dieser Idiot. Er ging nicht zum Friedhof. Verschlief im Heu. Wusste es nicht. Wachte auf. Ganz allein. Und sie erwischten ihn. Verdammte Infizierte! Er hat Traditionen nie ernst genug genommen. Aber wer hat das schon? Altweibergeschichten. Aber die Mutter zeigte es uns, dass Traditionen respektiert werden müssen. Und jetzt ist mein Bruder tot. Ich schlafe erstmal, bis er fertig ist. Mich seiner Seele annehmen. Sicherstellen, dass der Wind sie zur Sonne geleitet. Junge, du ziehst das Let's Play in die Länge. Mir noch viel mehr. Und ich habe noch einen Bruder, der noch lebt. Also, lassen Sie mich in Ruhe. Ich muss jetzt für ihn beten. Junge, wenn du so weiter lange stotterst, ne, dann wird dein anderer Bruder an Altersschwäche sterben. Die sich über verlassene Gehöfte legte, deren Bewohner tot oder nur noch leere Hüllen waren, angetrieben allein von ihrem Oh, cool. Warte mal. Weißt du was? The Man on Fire! Ich bin fast tot. Lol. Hey Bilal, was ist das für eine Gefahr, vor der die Gesichtslosen die Leute auf dieser Notiz gewarnt haben? Keine Ahnung, Mann. Wir gehen nicht mehr in die Stadt. Die Leute, die dort geplündert haben, sagen, dort gäbe es Dämonen. Wir schlagen uns schon mit Zombies rum. Jetzt auch noch Dämonen? Nee, Mann. Keine Ahnung, echt nicht. Ich war schon eine Weile nicht mehr dort. Ich weiß nicht, worum es da geht und worum sie sich kümmern wollen. Aber es würde euch doch helfen, wenn die Stadt sicherer wäre, oder? Naja, klar. Wir konnten dort nach dem Ausbruch ja noch nicht mal irgendwas rausschaffen. Das Militär hatte die Stadt allerdings schon evakuiert, noch bevor überhaupt Infizierte aufgetaucht waren. Und du glaubst, das könnte mit diesen Dämonen zusammenhängen? Könnte sein, Mann. Ja. Wir wissen es aber erst, wenn die Gesichtslosen alles unter Kontrolle haben. Ich weiß, was das für Geräusche sind, die der Typ meint. Okay. Ich will es aber nicht sagen. Hey Bilal, ich habe deine Notiz über giftiges Öl gesehen. Was hat's damit auf sich? Ja, Mann, das Zeug wirkt wunderbar. Könnte ich eine Kostprobe davon haben? Im Prinzip schon, aber mir ist der Eisenhut ausgegangen. Was? Besorgst du mir was? Und wahrscheinlich wächst das Zeug nur auf einer Lichtung irgendwo auf der anderen Seite der Welt. Umgeben von einer Horde von Rammern und Kröten. Ah, drauf geschissen. Du bist ein cooler Typ und ich habe noch einen Haufen Arbeit. Ich gebe dir einfach das Rezept, ist das okay?
egal. Dann gib mal her. Ja. Ländlicher Fluch. Okay. Das will ich jetzt wissen, was das für ein Ding ist. Ja? Ich guck mal nach. Ländlicher Fluch. Haben wir denn denn? Da, ländlicher Fluch. Ein jahrhundertalter Trick, um gewöhnliche Farmwaffen eine giftige Wirkung zu verleihen. Man möchte nicht... Was? Man möchte nicht drüber nachdenken, wofür so etwas im Mittelalter benutzt wurde. Verleiht Gift der Waffe. Für Sicheln, Hackbeil, Handäxte. Okay. Bist du schon wieder abgehauen? Ich wollte nur was in meine Tasche schmeißen. Ah ja. Ja, damit ich wieder Platz kriege. Alleine Platz. Waffen sollte man immer bei sich behalten. Ein Baseballschläger. Ah, Baseballschläger, ja. Oder diese Kurzhandwaffen. Ja, Waffen würde ich immer bei mir immer dabei halten. Und wenn du keine Waffen aufnehmen kannst, würde ich auch keine mitnehmen. Ich habe sowieso so viel Kram in meiner Tasche. Muss ich auch mal irgendwann mal bei Zeit mal sortieren. Was auch immer drin steht. Wäre aber trotzdem schön, wenn du mal fertig wärst. Schon hier. Bilal, was hat's mit diesen Rennen auf sich? Ich habe ein paar seltsame Plakate gesehen. Oh Mann, mittlerweile vermisse ich das Dröhnen eines anständigen Motors mehr als fließendes Wasser. Ich war mal ein Champion, weißt du? 5-mal sogar. Aber wow. Hey, du hast mich auf eine brillante Idee gebracht. Hör zu, ich drehe hier noch durch. Jeder ist dauerdeprimiert. Lass uns doch ein wenig Spaß haben, okay? Wie meinen Sie das? Lass uns ein paar Motoren zum Rühren bringen. Ich habe mir alles genau überlegt. Du wirst der nächste Champion. Naja, ein wenig Ablenkung wäre tatsächlich gut. Genau, also reparier deine Karre und tank sie auf. Dann fährst du zum Strand vor der Stadt. Gib mir ein Zeichen, wenn du in der Nähe der Pizzeria bist, okay? Ja. Solche Dinge kann man auch nebenbei machen. Okay. Alter, machst du nie eine Pause? Du solltest es jedenfalls. So etwa alle 30 Minuten. Ja, ich habe nur was abgegeben. Achso. Ja. Die GAE-Pakete. Und hier in diesem Sinne mache ich jetzt erstmal Schluss zum Aufnehmen. Ist klar. Man sieht sich bis irgendwann in der nächsten Folge. Mal gucken. Ciao, ciao. Ciao, ciao.